Ho ho und frohe Weihnachten an alle, die dieses Video am 24. Dezember sehen. Bei mir ist es gerade kurz vor 24. Ich nehme das in der Nacht auf und genau, bin gerade auf jeden Fall in Weihnachtsstimmung. Ich hoffe, jeder ist das auch. In Pokémon Go kommt man ja auch ein wenig, ich muss sagen, mit diesem Schneehintergrund, mit dem weißen Hintergrund, wenn es schneit, wenn man ein Protogel fängt, wenn man Schneebedeck etc. vor der Linse hat. Ja, da ist auch im Spiel Weihnachten und freut mich wirklich, wenn ein Game auch so ein Event feiert. Und ich muss sagen, in diesem Jahr bin ich auf jeden Fall zufrieden mit dem Event. Immer alle paar Tage was Neues. Jetzt haben wir Doppel-Sternenstaub für das Fangen. Dann hatten wir Doppel-Candies beim Fangen und Verschicken und so weiter. Die anderen Boni, die winterlichen Klamotten. Im PvP-Kampf sieht man die oder in der Freundesliste. Und ich dachte mir, welches Pokémon Go-Video lade ich am 24. Dezember hoch? Ein kleines Geschenk vielleicht für meine treuen Zuseher, die sich auch ein bisschen mehr für mich interessieren. Also heute geht es zwar auch so ein bisschen um Pokémon Go, aber eher um mich. Denn normalerweise lasse ich ja private Sachen eigentlich komplett raus aus den Videos. Und immer wenn ich so eine Fragerunde starte auf Twitter, hey, stellt mir mal Fragen etc., Hashtag Fragschilling, kommen wirklich häufig private Fragen rein. Aber natürlich für ein Pokémon Go Video, da beantworte ich nur Pokémon Go Themen, weil vielleicht nicht jeden sofort interessiert. Ja, wohnst du noch zu Hause oder dies oder das? Aber ich merke eben tatsächlich, dass besonders auch durch Pokémon Go viele neue Leute dazugekommen sind und die können sich natürlich nicht alle von meinen mehr als 5000 Videos, die ich bisher online habe, reinziehen, denn da waren auch schon einige Thementalks etc. dabei. Deshalb nochmal eine aktualisierte, zusammengefasste Version von einigen Fragen, die so häufig kommen. Und dann kann man mich ein bisschen besser kennenlernen, denn in den anderen Pokémon Go Videos geht es eher um Pokémon Go. So, das heißt, Weihnachten, ich mag Weihnachten, muss ich wirklich sagen. Das ist so zumindest ein Tag im Jahr, wo gefühlt jeder gut drauf ist, ob es jetzt gespielt ist oder ob man wirklich gut drauf ist, aber ich mag die Stimmung, ich mag den Duft von Zimt, ich mag es, durch den Schnee zu laufen. Hoffentlich schneit es nicht live, dass das Display nicht nass wird, aber ansonsten, genau. Und hab dann auch, ich will nicht sagen Stress, aber hab dann nicht so viel Zeit, um Videos aufzunehmen. Deshalb, wie Dani Mausmaus schon richtig bemerkt hat, oh, das heißt, du produzierst vor, weil du einen wohlverdienten Urlaub machen willst. Da wünsche ich dir viel Spaß. Ja, also an den Weihnachtstagen, da besuche ich immer Freunde und Familie. Und unsere Familie ist groß und die wohnen nicht alle in einem Haus. Von daher muss man da auch schon mal weiterfahren und dann hier und dort, also dann komme ich nicht zum Videos erstellen. Das heißt, die sind dann vorproduziert, auch wie dieses hier eben. Naja, stürzen wir uns einfach mal rein, würde ich sagen. Jetzt lernt ihr mal den Schilling ein bisschen genauer kennen. Der Leander fragt mich nämlich, wohnst du noch bei deinen Eltern? Nein, schon seit 2011 nicht mehr. 2010 habe ich mich selbstständig gemacht. Im Alter von, war ich 19 oder 20? Ich glaube kurz vor 20 und dann irgendwie ein Jahr darauf bin ich ausgezogen. Ich muss wirklich sagen, so auch wegen der Videos und so weiter, man hat einfach mit einer eigenen Wohnung und seinem eigenen Büro, welches ich mir hier eingerichtet habe, da hat man irgendwie Ruhe. So, man muss nicht immer fragen, hey, ich mache gerade ein Video, könntet ihr bitte da nicht gerade und so weiter. Also, das war wirklich, ich hoffe, meine Eltern sehen das Video nicht, nein, ich mache nur Spaß. Das war wirklich ein entscheidender Teil, auch für meine Selbstständigkeit. So, arbeiten, konzentriert arbeiten können, Videos drehen, programmieren etc. Das geht eben in einem eigenen Büro einfach besser. Und mit Büro meine ich nicht, dass ich mein eigenes Büro gemietet habe, sondern eine Wohnung mit einem extra Zimmer, welches ich mir als Büro eingerichtet habe. Ach so, ja, eine Sache, die werfe ich jetzt nebenbei ein. Unser Weihnachtsbaum ist immer sehr klein und ich habe das Gefühl, er wird jedes Jahr noch kleiner. Und dieses Jahr haben wir einen, den man immer und immer wieder verwenden kann. Das ist so eine alljährliche Tradition. Ich poste jedes Jahr zu Weihnachten unseren Weihnachtsbaum. Der Finn fragt mich, welche Dinge machst du noch in deiner Freizeit außer Pokémon Go und YouTube? Die Sache an Freizeit ist, das habe ich neulich irgendwo auch so ein Zitat gehört, die Jugend von heute oder die Millennials, wie auch immer, die machen nur Dinge, die auch irgendeinen Sinn oder Nutzen haben,
Zum Beispiel fällt es mir wirklich extrem schwer, mich einfach nur auf die Couch zu pflanzen und fernzusehen. So ganz alleine in der Serie, ich schaffe das nicht. Ich denke mir so in diesem Fall, ich könnte ja an meiner Website arbeiten. Ich könnte ja noch Gameplay für ein Pokémon Go Video aufnehmen. Ich könnte ja an einer neuen Projektidee arbeiten, wo ich hier auf meinen Listen, die da rumliegen, zigtausende habe. Also, ich habe eigentlich, ja, in diesem Sinne sehr wenige Dinge, die ich mache, um einfach nur Zeit totzuschlagen. Wenn es warm ist, gehe ich sehr gerne laufen. Sport in dieser Hinsicht und so weiter. Aber ansonsten fällt mir echt relativ wenig ein. Früher, als ich noch Zeit hatte, da hatte ich zigtausende Hobbys und ich war Judo und ich war dies und ich habe gerne gezeichnet und all solche Geschichten. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt was zeichnen würde, dann würde ich überlegen, könnte ich daraus vielleicht ein Video machen oder eine Website, wo ich Tipps und Tricks zum Malen gebe und so. Ich weiß nicht, irgendwie, ich denke dann immer so als Unternehmer. Also nein, viele andere Dinge in der Freizeit haben wir nicht. Das beantwortet zum Beispiel auch die Frage von Janis BVB. Interessierst du dich für einen Sport wie Fußball oder Basketball? Damals in der Schule, in der Unterstufe, jeden Tag nach der Schule Fußball gespielt. Und ja, gespielt habe ich selbst gerne. Ich kenne mich jetzt so mit den Spielern und Mannschaften nicht wirklich aus, aber ab und zu mit Freunden gönnt man sich auch mal ein Match. Der Gulli, Trainer Level Topsy, fragt mich, wie gefällt dir eigentlich deine Community? Und alleine das, was in seiner Klammer steht, Trainer Level Topsy, ist schon eine gute Antwort darauf, weil ich weiß nicht, was wir in den letzten Jahren so aufgebaut haben, auch in der Pokémon Go Community oder Spieletrend Community im Allgemeinen. Ich fühle mich irgendwie richtig wohl, so wenn ich Kommentare lese etc. Und man hat so das Gefühl, ich weiß nicht, jeder respektiert sich, natürlich ist hier und da mal irgendwas dabei, aber ansonsten, wenn ich teilweise durchlese und das sind Fragen, ich will gerade beantworten, plötzlich sehe ich da schon eine Antwort. Und ich kann nur sagen, natürlich, das sagt jeder über seine Community, oh ja, meine Community ist die beste, aber ich bin echt zufrieden, ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Vor allem, dass es so bunt durchgemischt ist. Wir haben Jung, wir haben Erwachsen, von überall ist was mit dabei. Das gefällt mir echt ganz gut. So, Mystic Wan schreibt, bist du Single? Nein, ich bin vergeben und zwar an Taubsi, schon seit 9 Jahren. Dann ein paar Fragen, die ich eigentlich irgendwie zusammenfassen kann. Hast du studiert bzw. studierst du noch? Und wenn ja, was? Oder was machst du sonst beruflich außer YouTube? Oder dann lebst du von deinem Hobby oder arbeitest du nebenbei? Wie ist dein bisheriger Werdegang? Wie kam es dazu, dass du eine eigene Website startest und stehen hinter deiner Marke noch mehr Jobs, Mitarbeiter? Wirst du dir noch weitere Games für künftige Projekte vornehmen oder bleibst du bei Pokémon Go? Also die zweite Frage hier direkt mal kurz und knackig beantwortet. Es wird immer was Neues kommen, nicht nur Pokémon Go. Aber im Grunde alles andere so kompakt zusammengefasst. Ich habe studiert, 2 Wochen lang. Bitte brecht euer Studium nicht ab. Ich habe 2 Wochen Marketing studiert und dann gemerkt, eigentlich, ich kann mich schon selbstständig machen. Ich hatte in meiner höheren technischen Lehranstalt, HTL, schon so viel Wissen über Marketing, online und das komplette Paket einfach, welches man im Internet benötigt, und habe mich dann direkt selbstständig gemacht, habe mir ein Limit gesetzt, 1 Jahr, wenn ich davon leben kann, dann mache ich das, wenn nicht, dann nicht. Das war zu einer Zeit, da hatte ich auf YouTube irgendwie 5.000, 8.000 Abonnenten oder so. Also natürlich in die Videos und in Spieletrend, da stecke ich extrem viel Zeit rein, aber meine Pokémon Go Videos sind nicht alles. Ich habe noch einige andere Standbeine und ja, ich denke mal, damit habe ich die Fragen alle schon ganz gut beantwortet. Ich hatte echt Glück mit unserem Professor damals in der Schule, der uns wirklich rein theoretisch ein komplettes Paket gelehrt hat oder allgemein alle Professoren, mit welchen man sich selbstständig machen könnte, wenn man will. Aber bitte, weil ich auch weiß, dass ich ein paar jüngere Zuseher habe, die vielleicht gerade überlegen, studieren etc. Studiert. Brecht nicht ab. Ein Studium ist so unfassbar wichtig in der heutigen Zeit und bei den meisten würde es nicht so einfach laufen wie bei mir zum Beispiel. Ja, machen wir uns selbstständig und das wird schon. Da muss man schon einen Riecher haben, wie das Ganze laufen soll. Aber bitte, brecht eure Schule oder Studium nicht ab. Das ist wichtig. Der Ruben Babo schreibt, wie alt bist du und was ist dein Lieblings-Pokémon? Lieblings-Pokémon war damals Mauzi, ist jetzt auch Taubsi seit Pokémon Go
Und ich muss manchmal echt überlegen, aber 28 Jahre alt und jetzt eben schon irgendwie 9 Jahre in etwa selbstständig. 8, 9 Jahre, ich weiß nicht mal mein Jubiläum, ich glaube es war irgendwann Ende des Jahres. Aber gut, der Alex Eberle schreibt, was ist dein Ziel für die Zukunft? Ja, das ist eine gute Frage. Ich gehe es immer langsam an, also mein nächstes Ziel wäre 29 Jahre alt. Aber im Grunde versuche ich, ja, mit der Zeit zu gehen. Also im Prinzip, egal was man macht, in welcher Branche, wenn wir jetzt einfach mal einen Supermarkt hernehmen. Ich bezahle mittlerweile nur noch bei den automatischen Kassen, wenn das möglich ist. Also da scannt man selbst die Produkte, legt das dann auf die Waage und bezahlt mit der Karte, ist sofort fertig. Mitarbeiter eingespart. Und an sowas hätte man vor einigen Jahren oder vielleicht sogar vor ein paar Jahren niemals denken können. Oder McDonald's gibt es auch nur noch diese Terminals. Man hat einige Mitarbeiter bei der Kasse eingespart. Das ist jetzt nur ein repräsentatives Beispiel. Jede Branche ändert sich und wenn man immer nur das Gleiche macht und nicht am Ball bleibt und sich ein bisschen neu erfindet, dann wird man irgendwann auf der Strecke bleiben. Und mein Ziel ist einfach, ich versuche immer komplett am Ball zu bleiben, neue Sachen auszuprobieren. Jetzt nur ein doofes Beispiel. Marvin Ilgen schreibt hier eine Frage, darf irgendwann wieder jemand das Video beenden? Ich habe bei den ersten, keine Ahnung, was waren 600 Videos oder so, immer am Ende ein paar gehabt, die das Video beendet haben. Das war so ein netter Gag am Anfang, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, jetzt alle Witze sind schon ein bisschen ausgelutscht und die Kommentare sind dann nur noch davon voll und es ist schwierig, echte Kommentare zu finden. Und eventuell wäre dann irgendwann die Kommentarsektion komplett untergegangen dadurch. Und ich versuche wirklich immer alles zu hinterfragen von mir. Oder auch ein anderes Beispiel, wo ich versucht habe, diese PvP-Guides zu Pokémon Go zu machen. Und nach dem ersten Video, ich habe mir das dann selbst noch ein paar Mal angesehen und überlegt, irgendwie ist das nicht so das Gelbe vom Ei. Ein anderer wird vielleicht weitermachen und das dann einfach durchziehen und sich dann fragen, ja, okay, aber Also ich will wirklich immer am Ball bleiben, immer was Neues machen, immer mich zu verbessern. Zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, irgendeine News vorstelle, wie kann ich das am idealsten für meine Zuschauer bringen. Jetzt bin ich auf ein Tablet umgestiegen und habe gemerkt unter den Kommentaren, wo ich ein einziges Mal dann ausnahmsweise ein iPhone XR Gameplay hatte, dass manche geschrieben haben, boah, echt krass, wie man sich an das Tablet gewöhnt. Kommt mir richtig schmal vor jetzt. Am Anfang beim Tablet waren die Leute so, ja, okay, ja, ist ganz nett das Tablet, aber das andere war auch in Ordnung. Aber genau, solche Sachen, jetzt nicht nur auf meine Videos bezogen, sondern im Allgemeinen mein ganzes Leben. Nicht auf der Stelle stehen bleiben, sondern immer neu erfinden und was Neues machen. Der Janis BVB schon wieder, oder? Was war früher in der Schule dein Lieblingsfach? Definitiv Englisch, muss ich sagen. Ich liebe die englische Sprache. Ich weiß zwar, dass ich manche Wörter nicht so ideal ausspreche, denn ich spreche einfach nicht die ganze Zeit. Das benötigt Übung. Aber ich ziehe mir sehr viele Inhalte, Videos, Artikel etc. auf Englisch rein. Und ich mag die Sprache einfach im Allgemeinen. Und danach, die letzten 5 Jahre meiner Ausbildung, war ganz klar Marketing und ja, auch Medientechnik. Das waren meine Lieblingsfächer. Da haben wir Photoshop gelernt, da haben wir eben Marketing, Werbung, Internet, Online etc. alles gelernt. Da war ich immer, die hatte man leider stundenmäßig nicht so lange pro Woche, aber das waren immer die Highlights für mich pro Woche. Und der Roman am Ende noch eine Frage, die irgendwie beides kombiniert, Pokémon Go und mich. Wie viel Geld hast du bisher für Pokémon Go ausgegeben? Lass mich nicht lügen, 970 Euro ist momentan der letzte Stand der Dinge. Noch nicht vierstellig, aber kurz davor und auch hier will ich nur sagen, genauso wie Studium zum Beispiel, brecht kein Studium oder Schule ab und gebt keine 970 Euro für Pokémon Go aus, es sei denn, ihr seid erwachsen und wisst, was ihr mit eurem Geld macht, aber ich mache das wirklich zu einem großen Teil wegen der Videos. Ich könnte niemals die ganzen Eier ausbrüten, ohne so viel Geld auszugeben. Aber ich habe gerade noch immer 150 Raid-Pässe oder so lagernd und ich komme sowieso nicht dazu, die alle loszuwerden mit sinnvollen Raids. Ich müsste gar nicht so viel ausgeben, sondern wie gesagt, hauptsächlich ist das für Brutmaschinen, Inventarerweiterung und solche Geschichten. Ich wünsche wirklich jedem schöne Weihnachten, Feiertage und so weiter. Genießt die Zeit, mal ein bisschen abschalten, vielleicht nicht.
jeden Tag Pokémon Go kann man schon spielen, aber zumindest Social Media kann man mal runterfahren. Das muss man nicht jeden Tag komplett von oben nach unten durchscannen. Es kann sein, dass vielleicht an irgendeinem Tag mal kein Pokémon Go Video jetzt kommt, aber ich bin mir sicher, Niantic macht auch Urlaub und da wird jetzt kein fettes neues Update mit Generation 7 oder so kommen zur Weihnachtszeit. Das machen die Spielefirmen eher nicht so, weil sagen wir mal, mit einem Update würde dann was schief gehen. Dann sind die Mitarbeiter gerade nicht da, weil jeder Urlaub macht. Und von daher wird es da vermutlich sowieso nicht allzu viel zu berichten geben. Das Event noch genießen, die Boni ordentlich nutzen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.